Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hierher gefunden habt. Wir werden heute mal wieder seit langem einen Intensivblick machen zwischen dir und deinem Gegenüber. Ja, und schau bitte immer, ob du in Resonanz damit gehst, denn das sind natürlich allgemeine Legungen. Und wir werden auf jeder Seite die Gedanken, Gefühle und auch wie es weitergeht auslegen. Und bevor wir damit anfangen, werde ich zwei Hauptenergiekarten ziehen, worum es denn hauptsächlich in dieser Verbindung geht. Okay. Hier sind sogar zwei gefallen. Also deinen Seelengefährten herbeirufen und Gespräche von Herz zu Herz. Und dann nehme ich noch eine Karte der Liebe. Upsa. Und da haben wir die wahre Liebe. Das sind ja durchaus durchweg positive Karten. Also hier geht es wirklich in dieser Verbindung um die Liebe, um ja, Gespräche, die hier geführt werden möchten, aber auf der Herzebene, ohne das Ego, ne, ohne irgendwie zu stolz zu sein und auch gerade mit dem Seelengefährten herbeirufen. Nämlich war entweder du manifestierst bereits, er oder ihr beide oder dieser Mensch manifestiert eure Verbindung tatsächlich. Ja, auf jeden Fall ist das hier eine sehr, sehr enge Verbindung für die Reisegruppe, um die es jetzt hier geht. Und genau, dann lass uns einfach jetzt mal anfangen. Ich werde jetzt auf jeder Seite zuallererst die Gedankenebene legen und dann fangen wir mit deinem Gegenüber an, also beziehungsweise mit der männlichen Energie. So, upsa, da ist schon mal eine gefallen. Wir haben hier die Acht der Kelche. Wir haben den König der Kelche. Upsa, da sind noch zwei gefallen, die Drei der Münzen und die Acht der Münzen. Also, es ist so, ich habe auch schon einen ersten Impuls, aber bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal die Acht der Kelche abklären, weil mir scheint es so, guck mal, genau den Impuls, der wurde mir jetzt hier auch bestätigt. Also es ist anscheinend so, mit den Acht der Kelchen nehme ich wahr, entweder, also einer von euch hat irgendwie eine Distanz gesucht oder die Situation verlassen. Es ist nicht ganz ersichtlich, wer da jetzt die Situation von euch beiden verlassen hat. Vielleicht sehen wir das auch gleich näher bei dir. Aber es ist eigentlich auch ganz egal wie, weil auf der Gedankenebene, man sieht hier auch die Vier der Münzen auf die Acht der Kelche, dass hier trotzdem dieser Mensch nicht von dir loslassen kann, ja? Und er macht sich tatsächlich zurzeit auch Gedanken, ja, wie es hier auch schon liegt, Gespräche von Herz zu Herz. Er weiß, dass er sich dir gegenüber mehr öffnen muss, ja, um einfach auch wirklich eine Tiefe da reinzubekommen oder eben einfach auch eine schöne Entwicklung in diese Verbindung zu bekommen. Und er macht sich eben auch Gedanken darüber, wie kann man daran arbeiten, dass unsere Verbindung gestärkt wird, ne? Also hier, dadurch, dass dieser Mensch nicht von dir loslassen kann, fängt er jetzt natürlich an, in eure Richtung nach einer Lösung zu suchen, weil er nicht damit zurechtkommt, dass das hier sozusagen, dass diese Distanz zwischen euch herrscht, ja, oder es hier vielleicht sogar einen Schlussstrich gab, ne? Genau, also hier sehr schöne Gedankenebene bei deinem Gegenüber. Jetzt lass uns mal bei dir schauen. So, da haben wir den Ritter der Schwerter, wir haben den Eremit. Ups. Und wir haben die Fünf der Stäbe. Jetzt möchte ich gerne noch den Ritter der Schwerter abklären, dann kommen wir auch dazu. Und wir haben das Ass der Stäbe. Okay, also mir scheint es hier so zu sein. Und guck mal, an der Unterseite haben wir die Sechs der Schwerter, die jetzt für mich hier ein Indiz auch ist. Und auch mit den Karten auf deiner Gedankenebene. Dass du vielleicht sogar jetzt die oder ja diejenige warst, die sich entfernt hat von dieser Verbindung. Weil ich hier sehe, es gab anscheinend viele Konflikte, ja, viele Unstimmigkeiten, Ungereimtheiten in dieser Verbindung mit diesem Menschen. Und auch habe ich das Gefühl, dass du dich schlussendlich zurückgezogen hast, weil dieser Mensch sozusagen zu dem gegebenen Zeitpunkt sich sozusagen gegen den gemeinsamen Wachstum in eurer Verbindung hier gewehrt hat mit den zwei Karten. Und deshalb gehe ich hier ganz stark von aus, dass bei den meisten von euch du sozusagen die Reißleine gezogen hast, weil dir das einfach zu viel wurde. Du hast nicht das bekommen oder es war nicht mehr zufriedenstellend. Es gab auch zu viele Konflikte und um eben auch dich und dein Energiefeld zu schützen, nämlich war, hast du dich jetzt hier auch sozusagen ja, zurückgezogen. Ja, genau.
Dann schauen wir mal weiter auf der Herzgegend bei deinem Gegenüber. Da haben wir die 6 der Schwerter. Da haben wir die 9 der Schwerter. Und wir haben die 5 der Münzen. Also man sieht hier ganz, ganz klar, ganz viel Mangel, ganz viel Schmerz auf der Herzgegend dieses Menschen. Das ist sehr interessant. Also anscheinend leidet dieser Mensch tatsächlich sehr auf der Herzgegend, hat sehr viel Herzschmerz, ne, trauert sehr viel. Also auf der Gefühlsebene fühlt sich das bei ihm überhaupt nicht gut an, tatsächlich. Hat sehr viel Kummer. Genau, und einfach auch gerade so das Gefühl, dass ihm etwas richtig Großes verloren gegangen ist, ja, weil du eben hier eben, also sagen wir mal, weitergezogen bist. Das ist sehr interessant, ne? Und dieser Schmerz animiert sicherlich deinen Gegenüber, sich jetzt hier auch wirklich aktiv Gedanken zu machen, wie man hier eine Lösung herbeiruft, damit einfach auch der eigene Schmerz gestillt werden kann und dich einfach auch wieder in seiner Nähe zu haben. Ja, also hier sieht man ganz dominant, er möchte dieses Gespräch von Herz zu Herz fühlen, weil ich habe das Gefühl, er hält das sozusagen kaum ohne dich aus, auf der Gefühlsebene vor allem. Lass uns mal bei dir schauen. Du bist auch traurig. Lass mich mal schauen. Also wir haben die 5 der Kelche, die 7 der Schwerter und den Stern. Und lass mich noch mal auf die 7 der Schwerter eine Klärungskarte. Okay, also und die 6 der Kelche. Also bei dir sehe ich auch, genau, auf den Stern lass mich auch noch mal eine Klärungskarte nehmen. Das will ich auch noch mal klären. Okay, also es ist so, bei dir sehe ich auch eine Traurigkeit auf der Herzgegend und auch eine Art Enttäuschtsein. Vielleicht wurdest du nicht ganz ehrlich auch behandelt. Vielleicht hast du irgendetwas rausgefunden, was nicht ganz ehrlich war. Ja? Oder du hast das Gefühl gehabt, dass dieser Mensch einfach auch, ja, nicht in irgendeiner bestimmten Situation nicht ehrlich zu dir war, ja, und das macht dich hier einfach auch traurig, wie so ein gescheitertes Projekt sozusagen, ne, und gerade wenn ich das hier auch bei dir auf der Herzgegend sehe, ne, ich sehe ja auch, du hast dich hier zurückgezogen, einfach auch viel aus Eigenschutz, weil es hier wahrscheinlich auch deinem Energiefeld nicht mehr gut getan hat, ja. Auf der anderen Seite sehe ich hier trotzdem bei dir diesen großen Wunsch der Heilung in eurer Verbindung und auch der Sehnsucht nach diesem Menschen. Also da spiegelt ihr euch tatsächlich, weil man hier bei der Gedankenebene bei diesem Menschen einfach sieht, er versucht jetzt wirklich hier eine Lösung zu bekommen, ja, um euch wieder nah zusammenzubringen. Und bei dir ist das auf der Herzgegend, weil gedanklich gesehen kommt das für dich überhaupt nicht in Frage, was ich hier wahrnehme, dass du Schritte unternimmst, um euch beide näher zusammenzubringen sozusagen. Du hast wahrscheinlich jetzt das Gefühl, dass er jetzt hier an der Reihe ist, ja, weil du vielleicht alles Mögliche schon getan hast, aber es ist halt zurzeit eine Traurigkeit auf dem Herzen zu sehen, aber dennoch wünschst du dir, dass dieser Mensch sich ja tatsächlich bei dir meldet und dass hier diese Geschichte zwischen euch beiden in die Heilung gebracht werden kann, aber da kann ich dir sagen, wenn ich jetzt seine Gedankenebene sehe und auch den Schmerz auf der Herzgegend sehe, dann kannst du hier auf jeden Fall damit rechnen, dass dieser Mensch Schritte und in deine Richtung unternehmen wird. Ja, weil eben auch hier dieser Mensch nicht von dir loslassen kann. Also das hier ist noch lange nicht zu Ende sozusagen, habe ich das Gefühl. Und vergiss auch nicht, ne, wir hatten hier auch die wahre Liebe. Also die Liebe bei euch beiden, die sehe ich hier. Das waren dann sicherlich andere Faktoren, wo man vielleicht der ein oder andere noch für sich ein bisschen wachsen musste durch eine blöde Erfahrung. Ne, das kann alles wirklich auch da reinspielen. So, jetzt gucken wir mal, wie es tendenziell weitergeht und dazu lege ich zuallererst beide Seiten aus. Dann schauen wir mal, was haben wir hier? Wir haben die 9 der Stäbe. Upsa, da haben wir die 6 der Kelche. Und wir haben das Ass der Schwerter. Und ich möchte gerne mal auf das Ass der Schwerter eine Klärungskarte haben. Der Gehängte, okay. Und auf die 9 der Stäbe. Und dann machen wir nochmal auf die 6 der Kelche.
Ups, da wollten zwei fallen. Okay, die vier der Schwerter und das Ass der Kelche. Okay. So, dann schauen wir mal bei dir, wie es tendenziell weitergeht. Wir haben die zwei der Stäbe, die drei der Schwerter und die zehn der Schwerter. Und da möchte ich auch noch mal gerne diese drei Karten abklären. Wir haben die Liebenden auf die zwei der Stäbe. Wir haben auf die drei der Schwerter die zehn der Münzen. Und auf die zehn der Schwerter haben wir noch den Page der Münzen. Und an der Unterseite sehe ich gerade den Hierophant. Das ist auch so eine typische Seelenpartnerschaftskarte oder eine Verbindlichkeit, dass man hier gemeinsam eine Entscheidung trifft. Die kann ich ja nochmal so in die Mitte legen. Genau. So, also was ich hier wahrnehme ist, bei deinem Gegenüber, dass hier noch etwas geheilt werden darf. Entweder hat dein Gegenüber Kinder, die noch da ein bisschen mit involviert sind in eurer Verbindung, ne, vielleicht aus einer ehemaligen Beziehung oder ne, wo er vielleicht noch gerade drinne steckt. Wenn du jetzt aber sagst, er hat keine Kinder, dann kann es durchaus sein, dass er sozusagen ein traumatisches Erlebnis oder blöde Glaubenssätze in seiner Kindheit mitbekommen hat. Aber das scheint hier sicherlich ein Grund gewesen zu sein, was hier zu Problemen in eurer Verbindung geführt hat. Ja? Aber dennoch nehme ich wahr, dass jetzt in der Zeit der Stille, ne, weil wir sehen hier auch den Gehängten auf das Ass der Schwerter und das Rad des Schicksals auf die Neun der Stäbe, nehme ich hier tatsächlich wahr, dass dein Gegenüber jetzt so einen Aha-Moment bekommen wird und dass eben auch tatsächlich die Lösung für sein eigenes Problem auch hochkommt. Was ihm vielleicht bis hierhin gar nicht wirklich bewusst war. Und das finde ich immer ganz schön, weil wenn man sich dann einem Problem auf einmal bewusst wird, kann man natürlich auch aktiv gemeinsam daran arbeiten, ja. Aber hier scheint mir irgendetwas mit Kindern zu tun zu haben, eine vergangene Situation oder wie gesagt derzeitige Kinder, was noch hier geheilt werden darf, ja. Aber hier mit diesem Aha-Moment kann man dann wirklich auch aktiv an dieser Geschichte arbeiten, denn wir haben auch bei euch das Ass der Kelche und dieser Mensch erkennt einfach diese große Chance, bezüglich großer Gefühle in eurer Verbindung, ja, und dadurch, dass ich auch sehe, dass dieser Schmerz so groß ist auf der Herzgegend, habe ich das Gefühl, hat dieser Mensch auch das Gefühl, dass es 5:12 ist und er auch einfach keine Lust mehr hat, so weiterzumachen wie bisher und jetzt auch, ja, mehr oder weniger auch seinem Herzen folgen möchte, ja, und da, ich sag mal, durch das Rad des Schicksals habe ich tatsächlich auch das Gefühl, bekommt dieser Mensch auch Zeichen geschickt, sei es in seinen Träumen oder er bekommt einen bestimmten Song vorgespielt. All das, was ihn so auch an sich selbst erinnert, wo könnte der Schlüssel für die Lösung liegen. Das nehme ich hier wahr. Ja, und bei dir ist das so, also ich mache hier so das komplette Bild. Hier haben wir auch nochmal die Bestätigung, ja, dass es hier wirklich so einen Schlussstrich zwischen euch gab oder einfach schwere Verletzungen gab. Und du schaust hier natürlich, ne? Du wünschst dir so sehr diese Verbindung, das nämlich hier war. Und du wünschst dir auf jeden Fall auch, dass man sozusagen A, für die einen von euch aus einer Dreierkonstellation einfach jetzt eine Zweierkonstellation machen kann oder B, ne, natürlich auch, dass man jetzt einfach diesen Schmerz mal sein lässt und sich jetzt gegenseitig einfach Liebe und Fülle eben auch gibt. Ja, also das sind hier auch schöne Karten, als Klärungskarten vor allem auch gefallen, weil man hier auch sieht mit dem Page der Münzen und den Zehn der Schwertern, dass es hier dennoch, ja, dass dieser Mensch wohlwollend hier auf dich zukommt und mit dir wirklich dieses Gespräch führen möchte und dir ein Angebot machen möchte, ja. Also das sieht man hier und an der Unterseite, wie gesagt, war der Hierophant und der steht einfach auch für gemeinsamen Seelenwachstum und das nämlich hier bei euch beiden auch war, weil dein Gegenüber, was ich vom Kartenbild sehe, ist auch bereit, mit dir gemeinsam zu wachsen und eben nach dieser Lösung zu suchen. Genau, und das finde ich immer ganz schön, weil dann kann man natürlich auch gemeinsam sich auf den Weg machen und muss nicht immer zuallererst fertig geheilt sein, bevor man dann wieder zusammenkommen kann. Man kann das ja auch gemeinsam machen, wenn beide dafür bereit sind. Und das habe ich hier das Gefühl.
Ja, das war der Intensivblick für heute. Schau bitte, ob du in Resonanz damit gegangen bist. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Like, Kommentar oder Abo. Dann hab noch einen wundervollen Tag. Macht's gut. Tschüss.